Es gibt immer mal Situationen, da ist es von Vorteil, wenn man sich zum Schirm hin schon eingurtet. Da man da den Schirm im Blick hat und eine bessere Kontrolle darüber hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal sich nach links und einmal nach rechts sich auszudrehen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn ich mich nach rechts ausdrehe, nehme ich die Gurte parallel in die Hand, halte sie so vor mir. Und wenn ich mich nach rechts rum ausdrehe, mache ich mit den Gurten eine halbe Umdrehung nach rechts. Das heißt, ich nehme die so in die Hand, drehe sie einmal rum und hänge mich dann so rum ein. Einmal, zweimal. Als Gegencheck kann man dann immer sagen, der Gurt, der oben drüber läuft, in der Richtung dreht man sich aus. So, dann nehme ich die Bremsleine jeweils in die richtige Hand. Das heißt, ich fahre an dem Karabiner entlang zu meinen Bremsgriffen, mache die ab und nehme den in die richtige Hand. Hier genau dasselbe. Ich fahre hier an dem Karabiner entlang zu meinem Bremsgriff hoch und nehme den in die Hand. So. Jetzt nehme ich den A-Gurt von der rechten Seite in meine linke Hand und den linken A-Gurt in die rechte Hand. Und dann stehe ich richtig. So, dann muss ich auf Wind warten, der im Moment nicht da ist, aber wir stellen uns das jetzt mal vor, dass mehr Wind ist. Und dann kann ich so rückwärts meinen Schirm dann hochziehen. Hochziehen, hochziehen. Und dann kann ich mich ausdrehen und laufe richtig. Da die Leinen sind okay, die Leinen sind auch okay. Dasselbe Schauspiel geht natürlich auch in die andere Richtung. Also ich gehe mit meinem Schirm wieder etwas zurück, damit ich aus dem Blee hier rauskomme. Leg ihn sauber ab. Knöpfe meine Steuerleine wieder dran. So, hier genau dasselbe. Wenn ich mich nach links ausdrehe, sehe ich zu, dass die A-Leinen wieder frei sind und oben sind. Nimm die beiden parallel in die Hand. Wenn ich mich nach links rum ausdrehe, mache ich eine halbe Umdrehung mit den Tragegürteln nach links. Hänge mich dann ein, die Seite auch, hänge mich ein, dann fahre ich vom Karabiner zu den Bremsgriffen, mache die ab, den linken Bremsgriff in die linke Hand, hier wieder genau dasselbe, vom Karabiner aus fahre ich hier lang zum Bremsgriff, den Bremsgriff der rechten Seite in die rechte Hand. Und so habe ich dann meine Bremse in der richtigen Hand. Den linken Traggurt nehme ich in die rechte Hand. Und den rechten Traggurt in die linke Hand. So. Dann mit einem gleichmäßigen Zug. Schirm nach oben. Ausdrehen. Und starten. Da ist richtig, da ist richtig. Alles okay. So, und hier nochmal für die schnellen Sachen. Also, wenn ich mich jetzt nach links ausdrehe, hänge ich mich einfach hier ein, drehe den halb nach links, den auch nach links, mache die Gurte ab, ziehe auf und starte. Das alles innerhalb von ein paar Sekunden.